Dun, 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 dun. Interessant. Ich finde, also nochmal, um auf den Beschluss zurückzukommen, dass es vielleicht wirklich... Ich weiß nicht, wo das eine gute Idee ist, wenn die... Wenn ein Obstkorb trauert, dann liegt das an den Weintraubenstangen. Ah, hey. Hey. Bist du wieder für Ackermann unterwegs? Nein. Sondern? Ich bin fertig. Rat mal, was in der Tasche ist. Das Geld? Ja. Alles? Die ist voll mit Geld. Naja, fast alles. Die sind ein bisschen runtergekommen. Okay. Das heißt, sie haben sich geeinigt. Ja, es gab neue Konditionen. In der Tasche befinden sich $27.000. Der Kredit und unsere Inkassokosten. Naja, dann willst du das erstmal vorbeibringen, oder? Ja, ich mache jetzt gleich die Überweisung und den Bericht und dann war's das. Sehr gute Arbeit, Braden. Die ganzen Inkassokosten sind für dich wieder, ja? Danke. Tatsächlich sogar noch früher fertig geworden, als ich dachte. Good job. Ja, ich hoffe, die sind zufrieden. Na, ich hoffe doch. Gute Arbeit. Danke. So, dann gehen wir kurz hoch, ne? Ich gebe den kurz die Funkgeräte und dann können wir direkt wieder los. Ja, die Jungs hatten einen besseren Standort. Die Jungs haben einen Standort gefunden, wo man hätte nicht so viel Kabel verlegen und Strom und Glasfasern müssen, aber da ist nicht so viel Platz. Ich weiß halt nicht, ob die kommen, die Outdoor-Dinger kommen in ein Häuschen oder bekommen. Hallo, Herr Untermeier. Das war Brin. Und. Das war ja der Witz an der Sache. Gott. Ich weiß halt nicht, ob die kommen in ein Häuschen oder in wasserfeste Gehäuse. Ne? Deshalb, wir brauchen ein Fundament von 7x3 Meter, was er muss ausgießen. Hm. Und aber alles easy. Bisschen mehr Arbeit, aber was soll's. Ja, das war jetzt... Darum haben wir ja Profis, ja. So, Jungs, da vorne sind die Funkgeräte. Nehmt euch mal drei weg da. Auch für Ross eine, zeigt ihm dann, wo dieses Stöpsel, das ist hygienischer, wenn er selber kauft und dann... Ja. Genau. Kurze Erklärung für die Funkgeräte, ne? Ja. Auf den Funkgeräten ist eine große Menütaste, mit M ist die gekennzeichnet. Einfach mal draufdrücken, M, und dann kann man im Funkkreis sich anmelden, der Funkkreis 1 ist das in der Regel, also M, dann sagt der Funkkreis und dann einfach auf die 1 stellen. Mhm. Ja. Jawohl. Und dann ist man im Funkkreis angemeldet und dann könnt ihr über die Funkgeräte miteinander sprechen. Top. Ja, wunderbar. Das ist relativ entspannt. Und jetzt braucht ihr nur noch. Ja, jetzt müssen sich alle anmelden und ist gut. Okay. Genau. Da habt ihr auch die Hände frei und könnt genug arbeiten. Okay. Wir fahren jetzt mit zwei Autos zu LSC. Dann holen wir den zweiten Wagen ab und dann fahren wir nochmal zur Baustelle. Und ja. Sagt ihr mir ungefähr dann, wann ihr zurück seid oder soll ich 21:30 beibehalten für den Bewerber? 21:30 immer noch. Ja, ja 21:30 klingt gut, sie. Und bitte denkt dran, das ist ganz wichtig, weil wir haben das so oft gehabt. Bitte nicht auf diese rote Taste drücken zum Funken, weil das so ein Alarmknopf ist, sondern über der Taste steht Caps. Ja, Caps. Und da drauf drücken. Nicht, ja, nicht okay. sonst ich, wenn ich nochmal diesen Alarm höre, wäre ich irre. Ja, okay, gut. Pass mal auf, gib mir mal das Funkgerät von Ross, weil wir fahren euch gleich da wieder hin und dann bringe ich los das in Windpark. Oh, bitte. Und dann werde ich ihm einleiten. Gracias. Okay, perfekt. Gut. Dann, wir fahren, fahren wer soll jetzt die Werkstatt, wer soll jetzt... Wir fahren jetzt alle zur LSC. Okay. Das heißt mit einem Auto dann? Mit zwei.
Wieso? Die holen sich auch dann Sprinter ab. Das heißt, wir können mit einem fahren und dann fahren die mit einem weg. Aber wir kommen ja jetzt nicht alle... Warte mal. Außer Mitchell bleibt hier. Ja. Genau, der letzte schließt ab. Oh Gott. Und wie läuft's? Ja, oh, ganz gut. Wir kommen voran. Ja, sehr gut. Ja, nichts zu tun. Mein Gott. Oh Gott. Wird einem auch nicht langweilig. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo die erste Hochspannungsleitung hingeht. Welche? Von Windpark aus. Ja, ach ja, wir haben drei Stationen haben wir ja oben am Windpark. Ja. Und eine davon geht ans Ölfeld hier vorne, was wir hier haben. Genau, das ist unten bei 6007 oder so. 6008, genau. Ja, ja. Da irgendwo ist das und da läuft das an. Das ist auch super kompliziert zu finden, weil das irgendwie über drei Ecken geht. Genau. So, fahren wir zu viert? Ding, arriba. Wollte ja vorhin zu Ross, auf dem Wegpark, bin ich den Sandweg hochgefahren, wollte ich an die Tür greifen, mir eine Wasserflasche rausholen, hab mich falsch festgehalten, mit dem Türgriff die Tür aufgemacht und bin aus dem fahrenden Auto gefallen. Ach du Scheiße. Meine ganze Hose ist kaputt, die teure, die beige. Ah, die neue? Mhm. Katastrophe. Und meine Knie waren aufgesurft, deshalb ohne Hose saß ich vor Claire vorhin. Sie hat mich verarztet. Um das kurz nochmal klarzustellen. Ja klar, ich habe da natürlich hat er niemand eine Frage gestellt so. Ja, das hat sie unglücklich ausgedrückt, dass sie hat kniend vor meine. Ja. Also. Genau. Ne? Ich wollte das nochmal klarstellen. Kann man nicht missverstehen eigentlich. Ich habe missverstanden. Was? Ich habe es missverstanden. Ach so. Opa! Sag mal, Chat, was ist mit diesem Schließmesser nicht? Alles klar. Was mit der Tür? Ja. Ich weiß gar nicht, ob Cooper ist da. Spielt das denn eine Rolle? Können die uns nicht einfach einen Schlüssel geben? Achso, ja. Das Schlüssel haben wir ja, aber dann bezahlen Cooper, kann ja auch jeder. Sie. Cooper hat zu mir gesagt, mach dein anderer dann. Ja, gut. Gut. Vorsicht. So, wir schauen mal, ja. Meine Herren, kurze Frage. Ja, bitte. Der Laden hat nicht offen? Wie bitte? Hat der Laden offen? Heute Abend ist eine Feierei von von hier und von Sektorcast, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ah, beim, okay. Beim Der Piero Beach Club. Deswegen werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Mitarbeiter auch dort vorhanden sein. Ah, die haben zu. Oh mein Gott. Ja. Also, mir wurde gerade gesagt, wir können den Transporter so mitnehmen. Cooper ist nicht da, der wird sich dann bei uns oder Ihnen melden vielmehr. Genau. Wir nehmen den Transporter mit und zahlen das nachträglich. Alles klar. Gut. Ja, dann schnappt ihn euch. Gut, John. Okay, wir treffen uns Baustelle, sie? Welche Baustelle? Windpark.
No, da wo wir eben waren. Alles klar. Wollte Windpark. Ja, bitte, gerne. Lass uns mal. Wir müssen auf jeden Fall nochmal runter, da steht ja noch der andere Transporter. Ja, sie, deshalb. Okay. Arriba. So. So, Navi ist gestellt, perfekt. Gute Jungs. Bin ich schon begeistert. Ist das... Oh! Hast du nicht gemacht, oder? Was sollte das denn? Das hat er jetzt nicht gemacht. Sag mal, was sollte das denn? Wer stellt sich auch von Motoren los? Was ist das denn jetzt gewesen? Ja, ich hatte in den rechten Spiegel geguckt und nicht nach vorne links geguckt. Naja, aber... Oh Gott, das wäre... Ist dir die Kupplung geschlüpft? Oh Gott, ey, ja gut sei Dank, man sieht das nur an der Stoßstange. Aber bei uns ist halt wieder komplett. Das ziehe ich ihm vom Gehalt ab. Ach, scheiße, kann ich nicht, der ist staatlich. Verdammte Scheiße! Fährt er denn noch? Was ist denn da passiert? Haben Sie falsches Schuhwerk an? Sind Sie Nein, von der Kupplung gerutscht? Ich habe in den rechten Spiegel geguckt und nicht nach links beim Losfahren. Ich möchte kurz für alle anmerken, dass folgender Satz gesagt wurde, an dem Moment, als Sie hier mein Auto gefahren sind, und ich sage mein Auto, weil es meine Firma ist, Herr Herrera hat mir gerade gesagt, Mensch, das sind aber gute Jungs, und Sie fahren in mein Auto! In dem Moment! Ich habe wirklich genau in dem Moment gesagt, ach Mensch, das sind echt gute Jungs. Das gibt's gar nicht! Das kann mir nicht nur ausdenken! Oh Gott! Aber kann man den noch fahren hier? Ja, mein Gott, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich kann das auch aus meiner Tasche bezahlen. Ja, das ist in Ordnung. Die Stoßstange ist ein bisschen locker, ne? Das ist überhaupt nicht daran, das ist immer an den Kotflügel ran. Guck doch mal, wo die Stoßstange hier sitzt. Wenn der ein bisschen schneller gefahren wäre, wären wir umgestupst, als wäre so ein Elch auf uns zugelaufen und der hätte uns umgeworfen. Sag mal, hattest du irgendwie mal einen schweren Unfall mit irgendeiner großen Baumaschine? Ich hab mal eine Kuh angefahren. Oder warum hast du so eine Trauma? Ich hab eine Kuh angefahren. Hast du schon mal eine Kuh verbluten sehen? Nein. No. Siehst du? Also spuck doch keine großen Töne. Ja, weiß ich nicht. Das klang gerade so, als wärst du irgendwie schon mal überfahren worden oder sowas. Wir fahren einfach weiter. Genau. Hoi. Mein Gott. Hab ich dich ja noch nie erlebt. Die Situation. Ja, das sind aber gute Jungs. Das ist kein Trauma. Das ist kein Trauma, verdammte Scheiße. Ich fahr schnell vor, bevor er mir wieder reinbumst. Schnell aus der Reichweite, hä? Wo fahren wir jetzt hin? Zum Windpark. No, zum Jetsam. Ich dachte, wir fahren zum Windpark wegen dem zweiten Auto. Ja, da steht... Nein, der Wagen steht bei Jetsam, der zweite Wagen. Ah, okay. Da habe ich die Jungs gerade abgeholt. Ja, die haben einen Platz gefunden, wo die hätten nur einen Tag Arbeit, aber tut mir leid, leider, die haben 3 Tage Arbeit. Wir müssen das umlegen, weil da auf der anderen Seite ist nicht so viel Platz. Hein? Ich weiß halt nicht, ob das Autoserver sind oder ob die in kleine Häuschen kommen. Und wenn kleine Häuschen kommen, das andere geht nicht, weil wir blockieren einen Fußgängerweg und Rollstuhlfahrer können da nicht mehr langfahren. Was auch immer, Rollstuhlfahrer haben an einen Containerhafen verloren, aber ich will nichts sagen. Aber wir haben jetzt auch nicht noch irgendwelche Probleme mit dem Umweltamt, ne? Dass wir den gemeinen Laubblattfrosch da irgendwie verdrängen oder so, oder? Oh, nicht am Containerhafen. Wir müssen da jetzt keine Serverbrücke bauen, damit Wildtiere da drüber kommen oder sowas, oh, oder? Oh, nicht am Containerhafen. Aha. Also bis auf den Unfall, gute Jungs. Kann ja keiner ahnen, dass die mir mit beiden Beinen gerade in den Rücken springen, hä? Das war wirklich... Merci. Katastrophal. Der Neuwagen. Neuwagen ist das. Ja, dann können die sich darum kümmern, dass die das zur ACLS bringen. Ich kann ein paar mehr Klopse machen. Wir können auch mal gemeinsam Klopse machen. Klar.
Wenn ich die Zeit habe, Klopse zu machen, können wir Klopse machen. Ja, wir machen mal Kochabend bei mir zu Hause. Ich lade euch ein. Wenn ich habe fertig renoviert. Wenn das jemals passiert. Ja, macht dir keine Sorgen, das wird passieren. Das habe ich dem Senior Pohonski, mit dem war ich heute übrigens brunchen. Brunchen? Ach so, so. Feiner Mann. Ja, sieh, der hat mir erzählt von seiner, mit dieser Asoziale da. Okay. So, was? Wieso? Warum lachst du? Nee, den Asozialen halt. Ja, wenn die werden resozialisiert, dann sind die auch gerade asozial, oder nicht? Ja. Er bringt mich in Sicherheit. So, wir müssen ihn jetzt hier umsetzen, oder was? No, 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 der bleibt, wo der ist. Ich kann dir kurz erklären, Ich hatte den ja hier Rüden, angedacht. Was gibt's? Kleinen Moment. Lensch, ich würde dir jetzt den Bericht zuschicken. Ich glaube, dass die professioneller aus, wenn die ihn von Schwarzwasser eine Mail kriegen, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Danke. So, also. Ja, ich hatte den ja hier angedacht, weil wir haben genug Platz, falls das in ein Häuschen kommt. Aber hier um die Ecke ist Starkstrom und Internet. Hier sind die Anschlüsse dafür, aber das ist zu wenig Platz. Das wird bis auf die Straße gehen wahrscheinlich. Ja, nee, dann muss das einfach aufgerissen werden und Kabel rumgelegt, oder? Ja, so. Ja, ja. Weil sonst, ja, hier bauen wir das so zu. Ja, einmal aufstemmen hier, ihr habt ja das Werkzeug, einmal rumlegen, die Fundamentplatte von 7x3 Meter. Das kriegt ihr schon hin. Das kriegen wir auch hin. Gut. Okay, ich überlege gerade... Wann haben wir 20.30 Uhr den Bewerbungstermin, ja? Nein, 21.30 Uhr. 21.30 Uhr, okay. Okay, perfekt. Dann fahren wir zur anderen Baustelle und bringen Ross das Funkgerät. Dann könnt ihr gleich mal durchtesten. Ja, habt ihr untereinander schon getestet? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Okay, dann mach das mal und ich gebe Ross, bringe Ross vorbei. Jawohl. Alles klar, Männer, weitermachen. Großartige Arbeit. So. Die Jungs hatten gefragt, ob sie könnten zwei Quads haben. Nein. Weil das... Nein? Nein. Okay. Es gäbe nämlich so Baustellen Quads. Willst du fahren? Ja, klar. So, wir fahren jetzt hoch zum... Nee, es geht nur um den Aufwand. Ich weiß, was der Vorteil ist, aber der Aufwand ist zu hoch für den Vorteil. Okay. Ich habe mir gesagt, dass ich der Stadtverwaltung nur noch auf den Nerven gehen will, wenn es wirklich etwas Dringendes ist. Und nicht, weil ich... Zum Beispiel die Überweisung von Wieselnews. Beispielsweise, ja. Haben die denn nur bestätigt, oder was? Ey, das ist aber eine gute... Ich rufe den mal an. Buenos tardes, Gustavo Herrera. Ich grüße Sie, Signoretti. Hola, hola. Ich wollte mich einmal erkundigen, ob Sie haben irgendwelche Neuigkeiten beziehungsweise bezüglich unserer abgegebenen Angebot. Sie? Ah, sie, okay. Ja, Senor Canis liegt was an der Gegend, wo auf engen Yacht und lässt sich massieren, ne? Ja, ich würde auch machen, wenn ich bei einer Multimillionär wäre.
Das klingt großartig, Serenity. So verbleiben wir. Sie. Adios, Senior. Noch nicht? Die haben mit Senior Canis gesprochen, der wollte sich darum kümmern, aber es ist noch nichts passiert. Oh, ja, okay. Ich habe heute, als ich mich mit Senior Ponski zum Brunchen getroffen habe, schon mitgekriegt, dass er einen Termin um 16 Uhr, aber Herr Canis ist gar nicht erst erschienen. Okay, wie sieht das denn jetzt aus mit den mit dem Plan? Ist der final für die Stadtverwaltung? Ja, ja, der ist abgegeben. Jetzt kommt peu à peu, kommen die ganzen Lieferungen. Okay. Das heißt, wir warten jetzt nur auf die Serverteile, die damit wir die aufstellen können. Die Jungs machen jetzt fertig, die ersten beiden Standorte. Ja. Und ich glaube, bei der zweiten Lieferung kommen 4 Standorte direkt. Ah, okay. Und so peu à peu. Ja, die müssen das vorbereiten, die müssen die ganze Scheiße aufreißen, da die Jungs, hä? Naja, klar, wenn wir das aufreißen und das so punktuell machen, ist das ja gut. Ich ruf mal kurz Senioros an. Claire meinte, sie hat eine schöne Lokalität gefunden, wo wir können heute Abend vielleicht hingehen. Der steht doch hier vorne, oder? Ach, sieh. Ja, Senioros, Sie sollen arbeiten und nicht mit dem Garagenwärter snacken, ne? Ah, ich hab ihn nur gerade begrüßt. Ja. Ich habe genau gesehen, dass ihr habt euch unterhalten. Hallo, Herr Ross. Hallo. Senior, ich habe was für Sie. Kommen Sie mal kurz. Ja. So, einmal hier, bitteschön, ein Funkgerät. Ah, danke schön. Damit Sie haben Dings. Sie müssen sich aber noch am Strand, gibt so einen Laden, da können Sie so ein Stöpsel kaufen, damit Sie können das freihändig bedienen. Ah, okay. Genau. Der Laden ist Senior, erklären Sie das. Ja, kleinen Moment. Also es gibt einen Laden, der ist bei 5025. Da werden auch alle Arten von Masken verkauft. Und da gibt es eine In-Ear-Kopfhörerverlängerung, damit Sie das nicht die ganze Zeit in der Hand halten müssen, ja? Ah ja, okay. Okay, dann wenn haben Sie das Funkgerät gerade da, dann schauen Sie mal drauf. Da gibt es so eine große Menütaste, einfach auf das große M drücken. Auf M. Und dann bei dem Funkgerät den Funkkreis auswählen. Das ist einfach das Steuerrad nach rechts auf 1. Wenn Sie das gemacht haben, dann sind Sie im ersten Funkkreis. Und dann, da gibt es 2 große Knöpfe. Ignorieren Sie auf jeden Fall den roten Knopf am Funkgerät. Sondern nehmen Sie den roten, nehmen Sie den Knopf, wo Caps draufsteht. Caps. Wenn Sie den gedrückt halten, Caps, dann können Sie durchfunken. Hallo. Genau. Genau, und dann sollten die Kollegen das vielleicht auch schon hören. Genau. Sehr gut, hier ist Ramon. Ja. Sehr schön. Super. Ja. Dann besorgen Sie sich den Ohrstöpsel noch und dann kommen Sie damit auch freihändig durch die Gegend. Sie müssen das nicht ganz in der Hand halten. Sondern stecken sich das irgendwo in Ihre Tasche und dann verbinden Sie das. Genau. Sehr gut. Okay. Perfekt. Wie kommen Sie voran, Senior? Ja, also ich habe alle Windräder abgefahren, notiert, wo die stehen, welche funktionieren. 66% funktionieren. 66% nur? Ja. Ui. Ja, ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht mal eine Karte daraus machen. Eine kleine Übersicht, an der Sie sich positionieren. Die Windräder, die einen fatalen Schaden aufweisen, am besten einen roten Punkt. Die Windräder, die funktionsfähig sind, einen grünen Punkt. Und die Windräder, die zur Wartung ausstehen, gelb. Genau. Ja, sowas vielleicht. Und das arbeiten Sie uns dann zu. Weil das wichtig ist, dass wir das als Reporting immer an die Stadtverwaltung geben können. Wir pachten ja dieses Feld und haben noch ganz klare Aufgabe. Und ich will, dass die regelmäßig eingebunden werden. Dass ich denen sagen kann, hier, das ist der Schritt. So und so sieht's aus. Und da bin ich auf Ihr Feedback mehr oder weniger angewiesen dann immer. Ja, kein Problem. Werde ich erstellen. Super, super, fantastisch. Großartig. Sonst irgendwelche Fragen? Ich muss hier wieder wegkommen. Das wäre schön. Sie müssen hier wieder wegkommen? Sie haben ja kein Auto stehen? Nee. Achso, haben die Jungs hierher gefahren oder wie? Genau. Eigentlich Sie können sich doch so... Achso, ja, okay, alles klar. Kommen die noch oder haben die eine andere Aufgabe gekriegt? Ich glaube, die sind unten am Hafen gerade. Funken Sie doch mal kurz durch. Wie lange die sind, da fahren wir Sie kurz rum. Genau.
Die sind am Ölfeld. Wo ist denn das Ölfeld? Ja, da können wir hinfahren. Ja, das ist die, das ist beim Umspannungswerk da. Ja, Stadt. Fahren wir da kurz hin. Ja. Willst du fahren? Ja, ja. So, ja. Ja, das ist sehr nett. Senior Ross, da ist so eine Plastiktüte. Können Sie das unter Ihre Popo legen? Ja. Ja, kein Problem. So. Ein Neuwagen. Ja. So. Da fährt sich sehr ruhig. So. Mhm. Und sauber. Ja. Eieieiei, jetzt hast du aber einen Zahn drauf. Ich schnall mich lieber an. Besser ist das. Die Elektroautos ziehen ganz schön ab. Ja, vor allen Dingen haben die keinen Kaltstart oder sowas. Die haben sofort Energie. Das ist ganz ja, ungewohnt. Da kannst du direkt loslegen, ne? Du musst ja keine Sorgen machen wegen einer Rimmriss oder so. Sofort alle Kraft. Am Hafen soweit alles besprochen mit den Kollegen? Sie, die Jungs haben einen Alternativspot gefunden, aber der ist ein bisschen zu eng. Wir kommen nicht darum, dass ihr den Boden müsst aufreißen. Also okay. Da, wo der Serverschrank hin soll, steht er weiterhin. Ihr müsst die Kabel weiter verlegen, weil sonst gewährleisten wir keine Zugänglichkeit mehr. Das ist so ein kleiner Bordstein, dass wir den komplett zumachen und eventuell sogar auf der Straße stehen. Sie. Und wir brauchen eine Fundamentplatte für die Server von 7x3 Meter und sagte schon 80 Zentimeter. Ich hatte gedacht, dass wir an der Baustelle das vorgießen oder hinbringen, aber er sagte, das wird zu schwer. Deshalb mit dem Zementwagen müsst ihr direkt vor Ort gießen. Kollegen haben gerade gefunkt, war es von 6022. Ich frage nochmal nach. Ja, wir werden das schon finden da unten. Achso, okay. 6022. Lynch. Okay, das Geld ist überwiesen, die Mail ist raus. 6022 ist Meropark. Das Geld ist überwiesen an die... An die Bank. An die Bank. Ich leite das gleich weiter. Die Mail war CPR oder CAP, oder? Ja. Das Navi umgestellt. Eins von beidem. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich guck gleich nach. Ich glaub, es war CAP. Oh. Alles okay? Ja, nee, wir haben gerade nur einen U-Turn gemacht und der war sehr spannend. Ja, müsste CRP sein. Einfach die Mail, die ich dir geschickt habe, weiterleiten. Ja, ich mach das gleich, wenn ich nicht mit dem Auto rumfahre mehr. Okay, wundervoll. Super, bis dann. Bis dann. So, der Breeden in Kassow-Auftrag ist damit auch durch. Wir haben sich einigen können. Okay. Was sehr, sehr gut ist. Ja, sehr gut. Hier oben? Hey, was ist denn hier? Ah, ein Tattoo. Ja, das sind ja die Öldinge. Aber hier oben ist auch das Umschlagwerk. Okay. Irgendwo müssen die sein hier. Ah ja, hier vorne glaube ich irgendwo. Siehst du den Wagen schon? Nee, aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo hier war. Moment, ich glaube hier vorne. Fahren wir hier rum. Hey. Ja, aber die Fahrzeuge nicht. Bist du sicher, die haben 6022 gesagt? Ja, ich habe auch gerade nochmal durchgegeben. 6022. Warte, ich mach mal auch mal das 6022 ist ja schon mal ein bisschen woanders. Ich dachte, es waren 6009. Tatsächlich. Hola, Herrera hier. Wo seid ihr genau? Wir sind hier bei diesen ganzen Pumpen. Ah, ich sehe euch hinter uns. Links, rechts, links, links. Ah ja, da. Okay. Ja, sieh, hier kommt rückwärts. Oh, Jungs. Nicht noch eine Beule behandeln. Ich habe sicherheitshalber gehupt.
Oh, vielen Dank. Na dann, raus. So, wir sind wieder alles weg. Klar. Alles klar. Bis dann. Mach's gut, Senores. So. Perfekt. Brauchst du Navigation? Und wo wollen wir denn hin? Büro. Und dann soll der Bewerber früher kommen. Ach stimmt, wir haben ein Büro, ja. Okay, du hast die Navigation gestellt. Brauchst du nicht. Aber okay. Doch nicht. Weil ich hier schon auf den Kopf rumfalle, ja. Ah, ich wusste nicht, dass du so gute Stadt kennst. Ich fahre immer mit Navi, ich sagte wie. Ich ruf mal Claire an, die soll den Termin vorlegen. Hola, Claire. Hast du mich gerade weggedrückt? Vielleicht aus Versehen oder das Telefon ist wieder kaputt. Hola, Claire. Wir sind wieder auf dem Weg zurück ins Büro. Wir sind durch mit alle. Wenn der Senior O'Neill kann kommen. Ah, sie ist er auch nicht. Okay, sie machen wir. Okay, adios. Und? Die sind doch irgendwo draußen, hat sie gesagt. Gut, dann fahren wir hier vorne nochmal tanken. Tanken? Ja, laden. Ja, laden. Ich glaube, das ist immer die hier vorne. Das dauert ja eh ein bisschen. Ach, verdammt, die fährt. Ah. Ja, ich habe noch was vergessen. Die Jungs haben Baumaterial. Was haben die Baumaterial? Nein, das dauert ja eher ein bisschen. Warte, ich lese dir die E-Mail vor. Ich habe die gelesen, aber was brauchen die denn da von uns? Ahnung, ich dachte, wir gucken uns gemeinsam an, weil die meinten, da muss man irgendwas kaufen als Firma. Nee, der soll das holen und uns die Lieferscheine zuschicken. Das geht doch eh alles auf Rechnung. Ja, okay, sie. Wenn er welche machen will, beziehungsweise wenn das so läuft, ist das auf Rechnung und dann ist das in Ordnung. Okay. Willst du den letzten selbstgemachten Klopse? Nee, danke. Also schmeckt dir doch nicht. Hä? Ich möchte einfach den selbstgemachten Klopse in deiner Jackentasche nicht haben. Hosentasche? Überhaupt nicht, der liegt hier im Handschuhfach in Alufolie eingepackt. Das hast du jetzt aber schnell erfunden. Als ob ich mir irgendwas erfinden würde. Weißt du was? Dann sind die halt alleine. Naja, mach das. Ja, Breeden? Sorry, dass ich nochmal störe, aber weißt du die Kontonummer von Schwarzwasser? Ja, warte. Das ist 856415. 856415. Korrekt. Alles klar, danke. Hast du einen Fast-Charger angeschlossen? Ja, das läuft. Ich muss gerade aber eh noch eine Mail wegschicken. Ich bin gespannt. Harry O'Neill.
Kannst du mir mal einen Gefallen tun, kurz mal gucken, wie die E-Mail-Adresse von CRP ist? Ist die crp@mail.ls? Kann ich dir sogar genau sagen. Nur schnell umloggen. crp@mail.ls. Okay, danke. Sehr gut. Jetzt hat er mir schon die Spieße in Rechnung geschickt. Die sollen das sammeln. Soll ich das übernehmen mit diesen späßigen Sachen oder Claire? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ganz am Ende würde ich gerne entweder eine wöchentliche oder monatliche Abrechnung haben, damit ich das überweisen kann. Damit das nicht immer einzeln kommt. Okay. Werde ich Jungs noch instruieren. So, ich mach, glaube, das ist fertig geladen, oder? Mhm. So, schauen wir mal. Kam der Bewerber jetzt eigentlich früher oder müssen wir warten? Ich habe Claire Bescheid gesagt, ich wollte ihn anrufen. Ah, okay, alles klar. Dieses Fast Charging ist auch wirklich nicht unkomfortabel. Man muss aber aufpassen, ne? Hm? Gerade im privaten Bereich. Inwiefern? Naja, stell dir mal vor, du wohnst jetzt zum Beispiel im Miropark, in so einer Straße mit den Einfamilienhäusern. Und jeder von denen hat so eine private Ladestation. Da gehen halt so viele Ampere durch, wenn jetzt vier Nachbarn in Reihe haben ein Neon-Fister. Was meinst du, was da an Strom durchgeht? Da glüht der Asphalt. Hm, das heißt, wir sollten, wenn wir zukünftig sowas anbieten, immer nur Bereiche abdecken. Ansonsten, entweder das oder halt das Stromnetz ausbauen, ne? Ja, aber selbst wenn wir das Stromnetz ausbauen, glüht der Asphalt. Ja, das geht schon, aber da muss man halt, also die Leitungen sind halt nicht auf sowas ausgelegt, ne? Aber man könnte dickere ausbauen, ja. Man hätte auch gleich so ein Fußbodenheizungskonzept für den Winter, damit die Leute nicht mehr Schnee schippen müssen. Ja, sieh. Das war eine von unseren Elektrofahrzeugen. Hört man immer mehr, ne? Hast du dir das mal richtig durchgelesen oder interessiert dich das eigentlich mit diesem Department of Justice Beschluss rund um Terrorismus? Da habe ich noch nichts mitbekommen. Absolut verrückt. Den Leuten wird einfach werden einfach beschnitten, wenn du von dem Department of Justice als Terrorist bezeichnet wirst, also wie auch immer die das deklarieren, jetzt haben wir dahingestellt, dann hast du kein Recht mehr auf einen Anwalt. Aber als was zählt denn Terrorismus? Das ist genau die Frage. Was ist Terrorismus, ja? Das ist so, so verrückt. Stell dir mal vor, irgendwelche Leute treiben mit Computer. Du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Ich habe gesagt, stell dir vor, irgendwelche Leute kommen auf die dumme Idee und treiben mit Computerunfug. Ja, das wäre dann auch schon Terrorismus. Und dann hast du kein Recht mehr auf einen Anwalt. Also brauche ich doch eine Knarre. Und vor allen Dingen hast du kein Recht mehr auf Rechtsmittel, ne? Also jedes Urteil gegen dich ist einfach ohne Rechtsmittel. Okay, wo steht das? Wo hast du das gelesen? Department of Justice im VNet. Dass die auch so... Prost, ne? Das ist super krass. Also ich weiß nicht, wie das ankommt. Ey, warte mal, ich muss mir das mal angucken. Ich hab das noch nicht gelesen. Department of Justice vor... Gestern haben sie das gepostet. Da ist auch kein Kommentar drunter. Da steht einfach drinne. Also kommentarlos angenommen, dass die keine Rechtsmittel mehr haben dürfen und dass ganz am Ende Urteilssprüche sofort rechtskräftig sind. Rechtsmittel sind nicht zulässig. Absolut irre. Juristische Können Person wir reinkommen? Haben, ja, klar. Absolut irre. Muss man sich mal vorstellen. Juristische Person wird kein Recht auf Anwaltliche. Juristische Person wird Recht.
Schusswaffen oder Gegenstände behördlichen anderer, der ist dieser Office auf Eigentum terroristisch. Was? Der ganze Eigentum geht über? Ach, der Beschluss von gestern, ja. Absolut irre. Ich weiß nicht wirklich, was man tun muss, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Ich meine allgemein, diese ganzen Beschlüsse scheinen sehr wahr, sehr wirr zu sein. So, mit die beiden Beschlüsse, mit die Fahrzeuge hat sich das Department of Justice schon als Idiotentruppe deklariert. Da gibt es keinen Weg mehr da vorbei. Ja. Naja. Gut, also ich habe die Mail gerade weggeschickt, Breeden. Ja, wunderbar. Das heißt, Inkasso-Auftrag Ackermann ist abgeschlossen. Ja, das Geld hat Herr Unger sogar schon überwiesen. Und ja, im Nachbericht können Sie vielleicht noch holen, aber vielleicht auch nicht. Hat der Bewerber geantwortet, Frau Mitchell? Der ist um 21.30 Uhr jetzt einbestellt. Wenn aber gewünscht ist, dann sage ich ihm jetzt Bescheid, dass er jetzt kommen soll. War das nicht angesprochen? Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ob ihr schon da seid. Wir sind da. Wir waren ja auch noch nicht da. Ich dachte, Herr Rehrer hatte Bescheid gesagt. Hatte ich. Hatte er. Aber da wir auch gerade nicht im Büro waren, aber ich rufe ihn einfach an. Oh, ich frage mich tatsächlich, ob ich irgendwann mal einen normalen Führerschein haben werde. Dieser verfluchte Erste-Hilfe-Kurs ist so ein Hindernis. Ja, wir werden das alle gemeinsam machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich werde das einleiten. Na. Oh Gott, müssen weißt wir dann... Weißt du, dieser Erste-Hilfe-Kurs, guck mal heute zum Beispiel. Stell mal vor, ich wäre aus dem Auto gefahren und wäre ohnmächtig und du wärst neben mir. So wie ich das verstanden habe, hast du eine ziemlich gute Erste-Hilfe bekommen. Ja. Ja. Einspruchsung ist die Frage. Einspruchsung ist die Frage. Meinst du wohl? Mein Güter. Apropos, ich habe vorhin mit dem Herrn Unger telefoniert und ich weiß nicht, was er erzählt hat, aber er hat ungefähr 2 Minuten lang geredet, irgendwas mit Ketten und Zähnen und ich habe nur die Hälfte verstanden und musste das dann ganz cool runterspielen. Das war komisch. Na klar, mein Güter. Na, ich habe ihn gestern angerufen und hat mir erzählt, dass er in New York Eier von einem Stier gestreichelt hat. Was? Was? Mhm. Ach, der war wahrscheinlich an diesem Monument vor der Wall Street. Ja, genau. Waldstreet. Das hat ungefähr auch 10 Minuten gedauert, bis ich rausgefunden habe, was er eigentlich meint. Die Hoden eines wilden Stiers berührt. Das müssen wir bei uns alle machen. In manchen, ne? Manchen Kulturen, wollte ich gerade sagen. In Kolumbien ist das einfach eine Tradition. Nee. Muss man die auch essen? Nee, das vorher kriegst du... Nein. Nein, das ist in Kuba so, aber nicht in Kolumbien. Die sind doch dran noch. Wie willst du die denn essen? Ach, die sind noch dran? Ja, du musst ein Prozedere durchlaufen. Das bilde dich doch mal weiter, Breeden. Was mit Hoden? Ruhig. Also, du musst ein Prozedere durchlaufen, wenn du 16 Jahre alt bist in Kolumbien, das ist eigentlich allgemein bekannt, dass du einen wilden Stier aufsuchen musst, um deine Reife zu beweisen. Und mehr oder weniger dann, um den abgeschlossenen Prozess des Ich bin zum Mann geworden abzuschließen, streichelst du seine Hoden. Aha. Wenn du das nicht gemacht hast, kriegst du nicht den mittleren Werdegang. Genau. Das ist, dann hast du deine Schulausbildung mehr oder weniger verkackt. Und es gibt tatsächlich auch ein Fach, wissen viele nicht. Es gibt tatsächlich auch ein Schulfach, das das so ein bisschen darauf vorbereitet oder so eine Arbeitsgruppe oder so. Das soll ganz verrückt sein. Da trainieren die erstmal mit so Props. Und was nehmen die da als Props? Naja, das ist einer, der Lehrer spielt den Stier und die Schüler streicheln dann. Oh mein Gott. Was? Nein, das sind echte Stiere. Das sind. Also so habe ich zumindest schon gesehen. Es gibt auch so Roboterstiere. Aber es sind Jungtiere. Und die werden dann gefangen und dann muss man da die Hoden streicheln. Die haben krasse Eier, sage ich euch. Die haben wirklich krasse Eier. Das ist so eine Handvoll schon, ne? Unterschätzt man manchmal so ein Stierei. Ein Ei ist Handvoll, Minimum. Ja. Man muss aber über beide Güter drüber gehen, ansonsten Hauptschule. Warum frage ich eigentlich, ob wir reinkommen dürfen? Ich dachte, ihr redet über irgendwas und jetzt reden wir über Stierhoden. Es sind hier normale Geschäfte. Du hast mit Hunger angefragt und du hast dann angefangen zu sprechen.
Und der hat dann erzählt, ja. Mitchell hat dann, eigentlich war Mitchell schuld. Nee, Mitchell ist schuld. Ja, okay. Genau. Kein Problem. Um das ganz kurz mal in den richtigen Kontext zu setzen. Mitchell hat gesagt, er hat Eier gestreichelt und wir haben euch nur erklärt, wieso er Eier gestreichelt hat. Ne? Genau. Ah, bei Unge, glaube ich, hat er eine andere Grund, aber egal. Ja. Was? Ja. Es ist seltsam, dass das Gespräch seltsam ist, wenn wir beide in einen Raum kommen und andere Menschen führen lassen. Ihr solltet, ihr dürft euch überhaupt nicht beschweren, Mitchell. Herrera und Mitchell, wehe euch, ihr beschwert euch. Ich bin vorhin ins Büro gekommen und das Erste, was mir entgegengebracht wurde, war, ja, ich musste vorhin die Hose ausziehen und Mitchell hat vor mir gekniet und dann war er ganz schön. Und ich dachte, hä? Wie soll ich mich... Nein, die Geschichte wurde aus der POV von Mitchell erzählt. Ja. So. Das stimmt. Ja, jetzt. Und wir hier, nur weil wir andere Länder, andere Hoden halt. Ja, was sollte ich machen? Ich habe aufgeschnürfte Knie. Also da kommt jetzt gleich ein Bewerber, ich bin super oder? Dankbar, dass Claire das gemacht hat. Reden, lass uns doch mal ganz kurz, also. Okay, jetzt. Das kommt gleich ein Bewerber, ja. Ja, ich stelle mir gerade vor, dass der mit zittrigen Händen mit seinem vorbereiteten Bewerbungsmonolog hier hinkommt. Oh, was für Fragen stellen die? Die bereiten sich bestimmt vor. Was geht in deren Köpfen vor? Das wird bestimmt voll ernst. Und wir reden hier über Hoden und Hosen und nackte Menschen. Nein, das ist doch eine sehr gute Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist nämlich, wie viele Herren voll ist ein Hoden von einem Stier ausgewachsen? Kommt darauf an, wie groß die Hand ist. Ich bin dafür, in Zukunft jeder einzelne Mitarbeiter, der möchte gerne in eine Position aufsteigen, muss diese Prozedere durchlaufen. Mit dem Vorgesetzten den Boden anzufangen? Welche? Gib mir 10 Minuten und ich komme mit Stier wieder. Das ist doch, wo ich dachte, du gehst regelmäßig in den Puff. Oh, Gottes Willen. Noch nicht. Ich? Nee, beim Chef. Man muss das ist aber auch so mit so einem Ring. Das ist. Oh Gott, ich geh mal gucken. Ich bin kein Stier, ich bin ein Adler. Okay. Die arme Claire. Oh, also wirklich, Gott. 10 Minuten und ich habe einen. Ein Stier? Ja. Wie, warum hast du eigentlich keine Tasche und was du da drin? Einen Stier? Ach, man treibt sich halt so rum, wenn man Geld eintreibt. Aber einen Stier? Ja. Meinst Soll ich einen besorgen? Ein bisschen extrem? Warum solltest du einen Stier besorgen? Könntest du einen Stier besorgen? Ja, bestimmt. Ich hätte gerne so einen Stier schon. Und notfalls kenne ich noch einige, die einen Job suchen. Was ist in der Tasche drin? Da war Geld mehr, glaube ich. Ja, genau, da war das Geld drin. Ich verstehe, der Bahnhof. Da waren 27.000 Dollar drin für die Bank. Das waren die Schulden von dem Herrn Ackermann. Hat der dir gezahlt? Ganz genau. Ah, okay, es wird ein Schuh draus. Wieso bar? Ich hab gesagt, bring's mir einfach bar. Sehr gut. Mr. O'Neill ist im Besprechungsraum. Ich habe das Gefühl, grundsätzlich die CRP bezahlt alles nur bar, damit das nicht in den Büchern auftaucht. Design, weiß ja. nicht. Aber ich hatte einfach Angst, dass der Mann bei der Überweisung irgendwas falsch eintippt. Ah ja, verstehe ich. Und nachher hat er